Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Und ja, wir sind immer noch hier am Inselbau, sind aber bald... Eins bitte. Sind aber bald fertig eigentlich. Es sind jetzt noch ein paar Feinheiten hier. Dann noch ein bisschen schön machen alles. Und dann haben wir es eigentlich auch bald geschafft, ne? Würde ich sagen. Eigentlich. Ja, doch. Eigentlich haben wir es bald geschafft und es wird schon wieder... Es wird einfach schon wieder Nacht. Das geht natürlich gar nicht. Wir müssen jetzt hier bald mal anfangen, dann ein bisschen selbst zu bauen. Hier kann man noch ein bisschen mit den Tools arbeiten, aber das wird langsam... Mist. Slash undo. Ein bisschen... Das kann nicht wahr sein, ey, wer die letzte Folge gesehen hat. Es fängt permanent an zu regnen. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Warum es alles regnet. So, hier ist es auf jeden Fall noch ein bisschen gerade. Das muss ich auf jeden Fall dann noch ändern. Und hier haben wir vor allem noch einen großen Teil, der sich ändern muss. So. Hier kann man mal gucken. Hier, das kann man noch mit der Hand, also beziehungsweise mit diesem Brush-Tool hier machen. Wir wollen die Insel ja auch relativ realistisch erscheinen lassen. So. Füllen wir den ganzen Spaß hier auf. Ach, das wird jetzt noch ein bisschen Zeit kosten, aber ganz ehrlich, das ist es wert. Und dann haben wir eine schöne realistische Insel. Also nicht mehr ganz so flach wie am Anfang. Ich würde jetzt schon fast sagen, dass man eigentlich anfangen kann, jetzt einfach hier mit normalen Blöcken zu bauen. Ist ein bisschen mühselig, ich weiß. Aber was soll's. Wenn es dann erstmal geschafft ist, dann freuen wir uns umso mehr, dass wir so ein schönes Zuhause bekommen haben. So. Wie gesagt, das perfekte Anpassen kann man auch später noch machen, so wie dass man hier solche Flächen nicht hat. Also die lassen es auf jeden Fall natürlich ein bisschen unrealistisch wirken. So. Aber wie gesagt, das sind so Feinheiten, die müssen jetzt noch nicht unbedingt sein. Jetzt hätte ich lieber einfach schon mal eine fertige Fläche am Ende. Wie gesagt, hier dann so Schnörkeleien, das alles schön authentisch aussehen lassen, kann man dann immer noch machen. So. Hier wird es eher interessant. Aber ich muss sagen, auch wenn es wahrscheinlich, wie gesagt, schlauere Befehle gibt, um das Ganze zu machen, bin ich jetzt eigentlich doch in der Zügigkeit relativ zufrieden eigentlich. Es ging doch schneller, als ich dachte. Ich habe mir, wie gesagt, ein World Edit Video angeguckt. Es gibt auch noch andere Befehle, so wie man Sachen kopieren kann und so ein Kram. Aber jetzt hier für diese ganze Geschichte habe ich nicht so das Richtige gefunden. Deswegen denke ich, dass es jetzt so auch okay ist, wie ich es gemacht habe. Auch das arme Pferdchen hier. Pferd, du hast ein Problem. Du musst hier weg. Du musst hier bauen. Ja, sehr gut. Hat doch geklappt. Du lebst noch. Das ist doch die Hauptsache. Oh, ich werde danach ehrlich erstmal keine Erde mehr sehen können, ne? Sag ich euch, wie es ist. Gut, dass dann unsere komplette Insel aus Erde besteht. Ah, super. Das erinnert mich irgendwie so an die Wii Area, diese Musik gerade. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ach ja, die Zelda-Musik ist schon schön. Dabei bin ich überhaupt nicht intuit bei Zelda, muss ich sagen. Ich habe das auf der Switch. Da ist jetzt der zweite Teil rausgekommen. Und ich habe den ersten, aber ich habe es mir damals für 60 Euro Mediamarkt mal mitgenommen, als ich es da abstehen sehen und nie gespielt.
Seitdem ich es gekauft habe, liegt es einfach hier irgendwo. Ist auch eine Schande eigentlich. Müsste ich eigentlich mal reingucken. Bei Gelegenheit. Huch. Weil die Gelegenheiten kommen meistens nicht. Vielleicht mal im Stream oder so, aber wäre doch irgendwie komisch, den ersten Teil zu spielen, wenn jetzt der zweite gerade angesagt ist. Aber hey. Nein, wieso nicht? So, die Ebene hier brauchen wir noch. Schade, dass die Ebenenspinne heute nicht da ist. Die könnte uns sicherlich helfen. Daumen hoch für dieses Video hier, wer die Ebenenspinne kennt. Na komm. Das triggert halt auch so. Oh, das kann nicht wahr sein. Warum fängt es permanent an zu regnen? Was habe ich diesem Spiel getan? Oh ja, bitte. Ich will endlich fertig sein. So. Wirkt einigermaßen realistisch. Eigentlich. Oh, hier wird sogar gesungen. Da singe ich mit. Einfach mein Mut gerade. Ich fühle diesen Gesang gerade mehr als ich sollte. Und Leute, was ist gerade so euer Lieblingsspiel? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren. Was ihr gerade so am meisten zockt, seid ihr auch, habt ihr ja auch so eine Minecraft-Phase momentan? Dieses Spiel so gefühlt 10 Jahre nicht angerührt. Und jetzt bin ich fast bei Folge 200, dieses Let's Plays hier. Ach, ich liebe Minecraft genau dafür. Die 1.20 ist ja jetzt auch rausgekommen. Mal schauen, ob wir irgendwann alle Mods auf der 1.20 haben und upgraden können. Mal schauen. Erstmal spielen wir noch ein bisschen in der 1.19.3, glaube ich. Es müsste 1.19.3 sein. Oh, da hinten noch, ne? Aha. Aber wir haben es fast. Vielleicht schaffe ich es sogar in der Folge fertig zu werden. Wäre auf jeden Fall mein Ziel. Ach ja, so schön grün blüht das Gras. Ja, ja, ja. Die Frage ist, was mache ich als nächstes? Boah, vor allem muss ich jetzt mal niesen. Oh je, aber ich kann mich einfach muten hier, ne? Ich glaube ja, aber vielleicht... Ah, ich glaube, das Niesen vergeht gerade wieder. Kann ich nochmal Tag machen. So, ein bisschen müssen wir noch. Aber es geht voran. Doch, doch, es geht voran. Es könnte deutlich langsamer vorangehen. Also wollen wir uns mal nicht beklagen. So, schön machen das. Überlassen wir dem Zukunfts-Ich. Der Zukunfts-Niula, der freut sich darüber. So. Huch. Fehlt nur noch da drüben eigentlich. Ich meine, da müssten wir erstmal fertig sein. Da habe ich es auch schön auf der Ebene, wo ich es haben wollte. So. Bisschen Vorarbeit kann man ja schon leisten. Drück's mir mal von oben an. Ja, doch, doch.
Boah, da fehlt uns noch ein ganzes Stück. Und hier ist es irgendwie etwas eckig geworden. Hier müssen wir noch ein bisschen was verändern. Diese Blöcke hier brauchen wir halt nicht, diese, die lassen es so unrealistisch wirken. So. Da wartet man dann halt ein bisschen, bis es grün wird. Ja, schön. Ja, Strand wollen wir auch ein bisschen haben, das macht man dann auch noch im Nachhinein einfach. Wie gesagt, jetzt erstmal schön schauen, dass man in einigermaßen... Alter, das kann nicht wahr sein. Was ist denn jetzt passiert? Oh Gott. Das kann nicht wahr sein, dass es alles regnet. Lass ich jetzt erstmal so. Wichtiger wäre erstmal hier noch weiterzumachen. So. Das hier wird jetzt halt noch nervig, ne? Das ist halt doch noch ein ganz schönes Stück. Ist so nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Mhm. Ja, was soll ich euch erzählen? Ich bin ein bisschen... Oh ja, das schöne Lied. Das beste Lied einfach im ganzen Spiel. Oh, es kommt. Kommt es doch? Doch, es kommt jetzt geil. Ah, wo ich es nie gespielt habe, das Lied hat mich. Muss ja ganz ehrlich zugeben. So. Kann ich denn mal Schönes erzählen? Was gibt so Neues an der Front? Ja, es gibt auf jeden Fall bald die 200. Folge Minecraft und ich weiß noch gar nicht, was wir da machen. Machen wir da was? Was haben wir bei der 100. Folge Minecraft gemacht? Achso, da habe ich das Modpack released. Stimmt. Was machen wir dann jetzt bei der 200. Folge? Hm. Schwierig. Schwierig. Was machen wir zur 200. Folge? Ich weiß das ehrlich gesagt noch nicht. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich weiß es noch nicht. Oh, jetzt kommt hier voll die creepy Musik. So. Wir verlieren auf jeden Fall ein bisschen was am Platz. Das merkt man, aber das ist nicht so schlimm, denn wir haben so viel Platz auf dieser Insel hier. Oh, ich sträube mich vor diesem Part. Ich sträube mich wirklich davor. Ja, hier die Ecke muss man auf jeden Fall noch ein bisschen. Muss man auf jeden Fall noch ein bisschen anpassen. Hier könnte man ja auf jeden Fall so einen Strand hin machen. So. Ja. Perfekt ist das hier jetzt noch nicht.
kann man erstmal noch so lassen. Hier können eigentlich noch zwei, drei hin. Und hier. So. Für die creepy Music auf einmal. Hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen zu viel. Ich will keine Zweiersprünge haben. Und nicht diese Kanten. Wie gesagt, es muss ich am Ende eh nochmal alles abfliegen, um es nochmal 100% clean hinzukriegen. Jetzt haben wir erstmal den Part hier. Hier könnte ich mal versuchen, noch ein bisschen mit World Edit zu arbeiten. Dass man schon mal hier hingeht und sagt: Set Grass Block. Ja, auf jeden Fall. Und dann hier ein bisschen anpassen. Ey, das gibt es nicht, dass es schon wieder anfängt zu regnen. Warum fängt es dauernd an zu regnen? Ich verstehe das nicht. Das wollen wir nicht. Mhm. Ja, das hier ist eh noch nicht so optimal. Das ist erstmal so. Und hier die Ebene kann weg. Dafür kann hier aber dann eine hin. Okay. Machen. Unsere Strände sind jetzt natürlich leider ein bisschen kaputt gegangen. Durch unseren radikalen Bau hier. Und es wird auch schon wieder Tag. Nacht meine ich. Also wieder auf Tag stellen. Hier können wir ja dann mal noch ein bisschen dem Programm hier. Nee, slash undo, das will ich nicht. Da will ich nur rein. Oh je, ich habe langsam auch selber keine Lust mehr, Leute. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Gehen aufs Ende zu. Es ist Ende in Sicht. Es ist ein Ende in Sicht. Das macht mich gerade etwas glücklich, sage ich euch, wie es ist. Und wir haben so viel schönes Bauland. Die Frage ist ja auch, was wir hier machen zu diesen Dörfern hin. Ob wir die Sicht da ein bisschen versperren wollen. Mann, was soll das? Okay. Na, also das gibt's doch nicht. Warum passiert mir das denn jetzt andauernd? So, dann machen wir hier noch zu überall. Mal kurz, nur mal kurz einen Blick. Okay, wir haben es gleich echt geschafft, ne? Leute, wir haben es gleich einfach geschafft. Könnt ihr euch das vorstellen? Also ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen, um ehrlich zu sein. Nee, das war einer zu viel. Wir sind auf die Höhe. Okay, krass. Wir kommen echt dem Ende nah. Das macht mich gerade echt happy. Ich habe das jetzt 4 oder 5 Folgen lang gemacht. Ich kann es auch nicht mehr sehen, ne? Es geht nicht nur euch so, es geht auch mir so. Oder vielleicht gibt es ja auch einen unter euch, der sich denkt, boah, das ist das Geilste, was ich mir angucken kann. Einfach Terraforming, 10 Folgen lang. ist er hier auf jeden Fall richtig. Willkommen auf meinem Kanal. Die nächsten Folgen werden jetzt wieder interessanter.
Das gehört halt auch dazu, wenn man will. Man muss natürlich nicht terraformen. Aber ich finde es eigentlich echt cool, dass wir hier so unsere Private Insel haben. Hier kann man dann auch Brückchen bauen mit unserem Brückenmod. Doch, das ist geil, Leute. Das ist echt cool. Das ist echt cool. So, aber jetzt würde ich gerne den Spaß zu Ende machen. Damit wir durch sind. Ich bin schon durch. Durch den ganzen Mist hier. Ein bisschen müde. Ja. Nee, das war einer zu viel. Diese Musik, die passt auch einfach perfekt, oder? Seid mal ehrlich. Und es fängt schon wieder an zu regnen. Huch. Warum ist das so? Warum regnet es dauernd? Was habe ich dem Spiel getan? So. Och, gleich ist es geschafft. Und wir haben Händler bekommen. Mit dem kann ich kurz mal reden. Hallo Händler, was hast du für uns? Wir haben auf jeden Fall Smaragd. Ich hoffe, dass wir die nicht verloren haben. Aber Kürbis und so haben wir alles. Hoffentlich hier drin. Wir haben ein paar Sachen leider verloren in einer der letzten Folgen. Was sehr, sehr ärgerlich ist. Weil wir hatten halt wirklich alle Pflanzen. Ich hoffe, dass wir die auch weiterhin noch alle haben. Das wäre sehr, sehr bitter, wenn nicht. Aber der hat nichts Interessantes zu handeln, der Kerl. Wir würden es nur wieder abzocken. Muss wieder seinen Schrott andrehen, den er auf der Durchreise gefunden hat. Ach du Gott, ich kann nicht mehr, ey. Passieren jetzt aber auch allzu dumme Fehler. So, oh, es ist gleich geschafft, Leute. Die letzten Blöcke. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Ja, mir sind jetzt sogar hier diese Mistakes völlig egal. Okay, die kosten mich aber Zeit, sie sind mir nicht völlig egal. Ach komm, ich hau direkt einen hinterher. So, jetzt auf den letzten Metern nicht die Konzentration verlieren. Das sind die letzten Male, die ich diese Funktion hier jetzt benutze. Das kann ich. Oh Mann, warum passiert mir denn jetzt ein so ein... Alter, Alter. Wir haben's. Das kann nicht wahr sein. Wir haben es geschafft. Klar, hier kann ich noch ein bisschen anpassen. Aber das mache ich gleich einfach. Mache ich gleich einfach selber noch mit ein paar Blöcken. So, haben wir jetzt auch ein paar lange Folgen gehabt. Immer 25 Minuten fast. Okay, hier muss ich jetzt noch ganz kurz einmal drüber hantieren. Das sieht ja sonst nichts aus. So. Okay. So kann man es erstmal lassen, würde ich sagen.
Okay, hier müssen wir noch kurz. Eventuell habe ich diese Stelle hier übersehen, möglicherweise. So. Okay. Perfekt. Ja, doch, das ist auch okay hier. Gut. Dann hätten wir das erstmal was. Perfekt. Nee, dann lassen wir so. Na komm. Ey, jetzt ärgere mich nicht, Spiel. Okay. Lass das jetzt erstmal so. Perfekt. So, ich mach noch einmal Tag. Und dann machen wir noch einen schönen Screenshot von hier. Dass wir von hier unsere Insel sehen. Natürlich im Regen. Natürlich. Mit Blitz sogar. Ach du meine Güte. Oh Gott. Oh nee, Jungs. Interessieren die sich im Creative Mode für mich? Nee, ne? So, hier muss ich ja warten. Pisst euch, ihr Idioten. Ihr habt hier gar nichts zu suchen. Auf meiner frischen, fertigen Insel. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, liebe Leute, soll es das für heute gewesen sein. Ich mache wieder den Game Mode Survival. Und dann würde ich sagen, machen wir hier auch einen Break an der Stelle. Ich bin einfach gerade so froh, dass ich fertig bin mit diesem Mist hier und dass wir uns jetzt in den nächsten Folgen wieder auf normales Spielen konzentrieren können. Denn mir reicht's auf jeden Fall. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.